Jetzt zeige ich euch, wie ihr mit dem Drum Designer erstmal einen coolen Groove erstellt. Dazu müsst ihr ein neues Softwareinstrument öffnen. Das tue ich hier und gehe hier rüber in die Bibliothek und wähle hier Electronic Drum Kit Drum Machine Designer aus und hier gleich das erste Preset After Party. So, jetzt kann ich das Ganze auch mit der Touchbar einspielen. Dazu wechsle ich in diese Ansicht und habe hier die einzelnen Instrumente und rekorde das gleich. Okay, das Ganze quantisiere ich kurz auf 1/4 Noten. Und um den Ganzen noch ein bisschen mehr Futter zu geben, nehme ich noch Apple Loops dazu. Hier zum Beispiel eine Conga-Figur. Und dann vielleicht auch noch ein Shaker. Ziehe ich einfach rüber ins Arrange-Fenster. Apple Loop mache ich wieder zu. Und dann ergibt sich Folgendes. Okay. Um jetzt noch dem Genre gerecht zu werden, muss man eigentlich auch noch einen Sidechain-Kick einbauen. Das geht folgendermaßen. Dazu nehme ich mir einfach hier ein Ultrabeat und kopiere diese Spur, die ich als erstes erzeugt habe. Lösche hier aber eben die Snare-Schläge raus, damit ich eben nur die Kick habe. Und setze den Ausgang dieses Instruments auf ohne, weil den möchte ich nicht hören, der dient nur als Trigger. So, die Sidechain-Kick, die steht jetzt, ist auf keinen Ausgang geroutet. Und nun kann ich beispielsweise die Conga damit beeinflussen, die Conga-Linie, indem ich hier den Sidechain reinnehme. Lass ihn laufen. Und sehe ich schon, jedes Mal, wenn die Kick kommt, wird der Conga-Loop runtergedrückt. Und dadurch entsteht so eine schwebende Bewegung. So. Das ist erstmal so ein Grundbeat. Gut. Ich hoffe, euch hat diese Creative Audio Session gefallen. Es gibt natürlich jede Menge coole Zubehörprodukte. Weitere Videos zu diesem Thema findet ihr auf unserer Website goforcreative.de.